Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu 7 Days to Die, einer weiteren Folge. Wir sind gerade gejoint und haben festgestellt, dass die Feralnacht dann neu beginnt. Naja, gut. Ach du scheiß Geier. Mann. So kann's gehen. Wo bist du? Jule hat auch mal die Gruppeneinladung angenommen. Wo bist du? Oben? Ich fahre hier mit dem Moped hier vor der Haustür rum. Und versuche hier irgendwie klar zu kommen. Alles gut. Wow. Ich habe keine Munition. Na gut, jetzt ist die Nacht auch vorbei. Oh. Mann, ey. Engine-Skinner. Ich bin doch noch gar nicht vorbereitet auf sowas hier. Ich helf dir. Ah, alles gut. Ach, Mann. Das war übrigens Jule. Das war ich, ja. Ich ja, ist noch nicht so. Oh. Ist noch nicht so toll. Nee, ist noch nicht so toll. Also, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ihr könnt ja mal abstimmen, wer die schlimmere Stimme hat, Jule oder ich. Vor allen Dingen, jetzt sah es bei Jones auch ganz gut aus und jetzt, seit gestern. Ja, ich bin gerade voll am Abkacken. Oh. Aber nun gut. Na, wo kommt die denn jetzt? Ach, nee, ey. Du olle Schabracke, ey. Wer hat noch neue gerufen? Nee, gar keine Ruhe. Nee. Hey. Hier hinten. Okay, Level up, danke. GZ. Oh, ich hab nur noch 6 Schuss. Na toll. Gib her, komm her. Ich hab was da. Ja, alles gut. Ich hab ja noch hier einen Stahlknüppel. Okay. So. Willkommen zurück in 7 Days to Die. Eine neue Folge. Oh. Schade. Eine ganz schön explosive Mischung hier zum Start. Ich glaube, ich muss mal das Auto reparieren. Die haben da nämlich gerade eben drauf eingeprügelt, so ein bisschen. Ach, der ist verriegelt. Oh. Naja, dann tanke ich ihn halt voll. Warte. So, repariert ist er auch. Öffnen. Gut. Naja, also wir hatten ja die Feralnacht in der letzten Folge gespielt und sind dann, die war ja vorbei, offiziell. Und ja, sind dann, weil wir nur eine Folge aufnehmen, dann auch direkt vom Server gegangen, weil wir kurz vorm Sterben waren gestern, genauso wie jetzt gerade. Ja. Allerdings im Real Life und nicht im Spiel. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, dann machen wir heute die nächste Einzelfolge und dann bin ich gejoint. Und dann war es halt genau 3.30 Uhr oder so im Spiel und dann hat die Feralnacht einfach neu angefangen. Mhm. Blöde Feralnacht. So was Doofes. Naja, gut. Wir haben ja überlebt. Wir haben überlebt. Passt, ja. So, 9mm Munition noch weg. Puh. So. Okay. Wie viel Block? Oma immer. Wahrscheinlich, weil die eben gerade hier reingerannt sind. Dann haben die hier den Block rausgeschlagen. Okay. Erstmal vielleicht mal ganz kurz vielen, vielen Dank für die Kommentare zu den Folgen. Irgendjemand hat auch gesagt, wir sollen die Zugbrücke wieder umbauen hier, weil wir sonst so ein riesen Loch in der Wand hätten. Also entweder wir machen eine Tür rein oder wir bauen die Zugbrücke um. Das Problem bei der Zugbrücke ist, wenn ich die umbauen will, die muss auf einem durchgängigen Block sitzen, der von oben bis ganz unten durchgeht. Ansonsten wird die abstürzen. Wenn ich die da hinsetze, wo die Druckplatte ist, dann wird mir die ganze Fassade einbrechen. Müssen wir die umbauen? Wir müssen sie nicht unbedingt umbauen. Wir können auch einfach die Brücke so lassen, wie sie ist. Und machen dann hier, wo die Druckplatte ist, machen wir eine Tür rein. Ja. Müssen dann nur die Tür von... Ich mache das hier nochmal gerade zu.
Probier das mal gerade aus. Brauchen wir gerade eine Holztüre. Oh Gott. Ich habe den Tipp gekriegt, dass man Schamsuppe auch selber bauen kann, aber wir haben kein Tierfett, weil wir keine Tiere erlegen, großartig hier nehmen, in dieser Aufnahmesession. Und deswegen kann ich das nicht großartig selber bauen. Aber theoretisch würde es gehen, ja? Nur haben wir kein Tierfett. Aber wir haben noch genug anderes Krams, also. Ja. Dann lassen wir das so, machen wir da eine Tür rein. Und dann passt das. Dann können wir das da, müssen wir halt nur noch aufwerten bei Gelegenheit. So. Hallo. Na? Ne? Schönen guten Tag. Ach, je. Haben wir noch Dartmunition hier? Ja. 700 Schuss. Dann lade ich hier meinen Oma gerade nach. Beziehungsweise repariere den mal. Hier noch was rein. So. Sehr gut. Also die Base hat ja hervorragend gehalten in der Feralnacht. Ein bisschen war das natürlich kaputt. Das ist klar. Ein bisschen Verlust ist immer, ne? Minimal. Ja, ist aber wirklich nicht viel. So, okay, das heißt, wir müssten dann wieder auf jeden Fall panzerbrechende Robotik-Geschützturm-Munition bauen. Ich mach mal gerade hier, ich pin die mal an. Panzerbrechende Kiste mit panzerbrechender Geschützturm-Munition. Eisen und Blei. Wie sieht's denn aus an der Bleifront? Da ist schon noch was da. Aber die war doch nur zerbrechend. In ihrem Bug. Panzerbrechende Geschützturm-Munition. Ja, ja, aber weil panzerbrechend nicht hinpasst, haben wir gesagt, das heißt immer noch zerbrechend. Die Kiste, ja, aber bei der 762, da haben wir zerbrechende 762 hingeschrieben, weil es nicht hinpasste. So irgendwie ein Bug in der Anzeige oder so. Nee, ich rede jetzt von den Geschützturmen. Ja, ich rede von der Munitionsart. Ja. Gut, dann nehme ich mir mal hier 6000 von dem Kram. Und 6000 Eisen. Und klopft das mal hier in so eine Werkbank rein. Hier sind auch noch Pflastersteine drin. So, die können wir mal rausnehmen. Pflastersteine. Irgendjemand hatte ja geschrieben, es gäbe auch 40 Grad Rampen. Muss ich mal gerade gucken. Das habe ich auch gelesen. Boom. Schräge 60 Grad. Ja, das ist das Stück zu dem. Schräge 60. So, wo soll denn die Schräge mit 40 Grad sein? Schräge kann man 60. Das vielleicht da oben eingeben? Irgendwie 40. Kann man nach 40 suchen. Nee, wenn ich 40 tippe, kommt gar nichts. Wenn ich 60 schreibe, kommen Schrägen mit 60 Grad. Aber wenn ich 40 schreibe, kommt gar nichts. Vielleicht gibt es das nicht hier. Vielleicht ist das ein Add-on oder so. Könnte sein. Schräge 60. Rampenneigung, Halbfüller. Halbwürfel, Schräge 60, Neigung, Rampenneigung, Halbfüller rechts. Ein Wort oder mit Bindestrich? Mit Bindestrich. Oh, aber Mann. Was soll das mir sagen, ey? Mann. Dass die deutsche Sprache ziemlich schwierig und kompliziert ist. Ja, aber echt. Hier sind doch schräge Spitze, schmale Schräge niedrig. Hier ist was. Ah, schmale Schräge hoch. Die könnten das sein. Schmale Schräge hoch. Er ist auf Seite 2 bei den Rampen. Aber da genau muss auch erstmal drauf kommen, dass das so heißt. Warte mal. Das ist die. Ich glaube, der meint die hier. Der Kollege. Die ist auf jeden Fall besser, um im Auto hochzufahren. Okay. Denn
Irgendjemand hat auch gesagt, ja, wenn ihr das so lasst, dann kloppen euch die Zombies ja auf die Autos drauf. Das ist natürlich richtig. Das könnte man eventuell auch anders bauen noch. Aber auf der Rampe war bisher niemand. Ja, weil, ja, das ist richtig. Auf der Rampe war niemand bisher. Wir haben ja die Fahrzeuge nie auf die Rampe gestellt. Ja, also was man theoretisch machen könnte, wir könnten die Schrägen neu bauen. Mhm. Und dann nochmal Zugbrücken hier dran setzen. Also, dass man anstatt der direkt die Rampe erst noch eine Zugbrücke hat und dann die Rampe. Mhm. Und dann bauen wir eine neue Rampe darunter. Das könnte man tun. Das wäre im Bereich des Möglichen. Ich weiß nur nicht genau, wohl doch, wenn da zwei Säulen drunter stehen, das müsste eigentlich halten. Hm. Müsste eigentlich halten. Aber das würde ich auch nicht jetzt machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen los und gehen mal ein bisschen Material besorgen oder so, oder? Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall Blei und so. Und ich meine, wir haben jede Menge Geld. Können wir einschmelzen zum Messing. Mhm. Wir sind reich. Wir sind reich, ja, das stimmt allerdings. Wir sind wirklich reich. Wie sieht's denn hier aus? In meiner Kiste, also die Sprengpfeile drin. Krambox ist auch noch voll mit Kram. Deswegen heißt es ja so. Eigentlich Müllbox oder Wühlbox. Genau. Ist so eine Eurobox aus dem Supermarkt, weißt du? Ja. Alles für einen Euro. Oder für 50 Cent, wenn du genau nachsuchst, so rumwühlst. Wo dann wirklich alles drin ist. Glückwunschkarten, Mützen, Schals, ja, genau. Stempel für Kinder. Das billigste Besteckset, was es irgendwie gibt. Plastikblumen. Ja, genau. Alles für 1 Euro. Haarreif oder sowas. Ja. Genau. So. Na gut, okay. Ich kann das ja mal nehmen. Brauchen wir Betonmischungen? Nicht unbedingt. Also wir haben jede Menge Zement da. Stein ist auch noch da. Das sieht irgendwie anders aus. So. Kohle. Wie sieht's denn mit Kohle aus? Kohle ist auch noch da. Das ist schön. Und Nitrat haben wir auch noch. Blei. Pulver herstellen können. Ja, Blei brauchen wir, ne? Ja. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Zement raus. Was ist denn hier so drin? Kein Stein. Eisen. 44 Stahlbarren. Eisen haben wir noch hier. Stahl haben wir auch noch da. Ja, gut. Ich stopfe einfach überall was rein. Ja. Kann das gemütlich hier reinbrennen, das Zeug. So. Hm. Was machen wir denn hier? Geschmiedeter Stahl, da haben wir schon relativ viel. Geschmiedetes Eisen könnten wir mal machen. Brauchen wir ja auch mal zwischendurch. So. Ich glaube, hier mache ich besser Dings rein. Zweimal Eisen. So. 82, 41. Na, lassen wir mal nur einen brennen. So, da ist auch schon jede Menge Lehm drin. Oh, hier zweimal Eisen rein. Hier. Auch Eisen. Und eine fertige Robotikdrohne. Okay. So, hier ist auch Blei drin. Hier ist viel Lehm drin. Ist nur kein Messing drin. Soll ich hier hinten in der letzten mal Messing auch reinstopfen? Ja, mach ruhig. Habe ich wahrscheinlich schon alles rausgeholt. Beim letzten Mal. Meine Nase wieder anzulaufen, ey, ich werde noch wahnsinnig. Ach, steck dir die Taschentücher rein, ich habe auch gemacht. Wie Tampons. Weil mir das so auf den Sack ging, ey.
Ich bin echt kurz davor, das zu machen, ne? So, hier. Patronenhülsen. Was? 3 Stück? Okay, das ist nicht viel. Dafür brauche ich nicht anschmeißen. Oh, Mann. Moment. Ich muss mich mal kurz muten, ey. Himmel, Herrgott, nochmal. So, wenn ihr diese Aufnahme dann bei Jule guckt, dann habt ihr mein Schnäuzen auch in dem Let's Play drin. Nee, das hört man nicht. Hört man nicht? Okay, nein, gut. Das ist, mein Mikro ist nicht so sensibel. Nee, können sein, dass es trotzdem durch Discord nee. Kommt. Nee, nee. Okay, gut, dann eben nicht. Das reicht nicht aus. Ich schmeiß hier mal noch Geld rein und dann wieder zurück in die Krambox, das reicht auch. Ja. So, deine Beton. Na, was machen? Gut, Kohle, Nitrat. Brauchen wir Schießpulver? Nee, ich glaube nicht. Ich guck. Wir brauchen, glaube ich, Patronenhülsen am dringendsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8000 Stück haben wir davon. Patronenhülsen oder Schießpulver? Patronenhülsen. Mal reingucken. Ja, aber Schießpulver haben wir 3-mal so viel gefüllt. Wie gesagt, wir brauchen eher Patronenhülsen. Ja, wenn die sind schneller alle. Panzer, welche Munition wollen wir denn machen? Machen wir die Panzerbrechende oder die High-Power-Munition? Panzerbrechend war... 5-mal so viel Schießpulver wie Patronenhülsen. Das ja, ist ja, schon klar. Es war bisher trotzdem so, dass wir Patronenhülsen waren immer alle. Dann konnte man keine Munition mehr bauen. Naja, die ich mein, zerbrechende... Zerbrechlich ist doch effektiver gewesen. Ah, ich mach noch Gedöns. Döns. Schießpulver. Ach Gott. Okay, wenn wir gleich was Blei holen oder was machen wir? Ja, oh, irgendwie sowas. Ich nehme ein Türmchen mit. Oh. Nehme ich einmal Munition für Türmchen mit. Minuten braucht das. So. Würde ich hier auch noch anfangen. Ja. Mach. Schwupp, schwupp. Schwuppdiwupp, Linsensupp. Mhm. Warte ich letzte Findest Woche. Findest du nicht gut, ne? Nö. Findest du nicht gut, den Spruch? Nein. Warum nicht? Weil, darum. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Lass mich. Ich lach nicht, du lach selber. Ich habe gesagt, lass mich, nicht lach nicht. Ich habe lach nicht verstanden. Ich habe gesagt, lass mich, lach nicht. Ach Mann. Oh Gott. So. Dann lass mal wieder für ein scheiß Wetter hier. So, ich eile. Bin noch am Weg zu dir. Ich guck mal, ob da noch was war. Warte, da lang. Blei war da vorne, da war glaube ich noch was drin. War da noch was drin? Glaube hier ja. Hier der oder der dahinter? Ja, hier. Warte. Ich fahr mal ein Stück weg. Darfst nur nicht zu nah parken. Sonst, Ah ja, da ist noch was. Bau mal den ab. Müssen wir ihn ja wieder aufbauen. Ah, Eisen ja. Gibt's ja auch jede Menge. Eisen und Blei. Ja, gut. Ja, das Gute beim Buddeln ist, man kann nebenbei Tee trinken. Ja, das stimmt. Kokos Tee, ich müsste auch mal einen Schluck trinken. Hast du noch welchen da? Hab ich eben mit ganz viel Liebe für mich gemacht. Oh, wie süß. Das ist toll. Ja.
8 Kräutertee mit einem ganzen Teelöffel voll Honig drin. Oh nein, ich kann keinen Honig mehr sehen, das ist mir zu süß. Boah. Auch wenn der antiseptisch wirkt, aber oh, bäh, momentan. Eine Woche lang jeden Tag. Bäh. Ja, so ist es halt. Ja. Ach Gott, der geht mir so auf den Sack. Ja. Oh. Jule kurz vorm Abnippeln, ne? Nein, das nicht, oh, es ist so nervig. Ja, so langsam könnte es jetzt mal aufhören, ne? Ja. Oh, da gibt's auch Kohle in dem Loch hier. Kohle? Oh, hier nice. Ist Kohle plötzlich. Irgendwie von allem was drin hier. Nitrat wäre noch geil. Ölschiefer wäre geil. Ölschiefer, wieso brauchen wir Benzin? Ich meine, du müsstest von uns hinlaufen. Ach so, okay. Ja. Achso, ich wollte ja Türmchen aufstellen, siehst du? Ja, mach mal. Ach, da lang. Keine Ahnung, ob das stimmt. Gibt ja mehr als nur einen Eingang. Haha. Ja. Oh, Entschuldigung. Nee. Bist du tot, sterbenskrank, dann musst du noch schaffen. Hier stehst du hier in der Mine und bist am Buddeln, ey. Tot, sterbenskrank, du. Fieber. Hast eine Erkältung, du hast kein Fieber. Übertreibst ach, mal wieder. Lass mich doch übertreiben, Mann. Das okay. Du Armer. Ja, genau. Ich brauche eine Runde Mitleid und will gleich gestreichelt werden. Ja, ich weiß, das kenne ich. Wollte ja auch die ganze Zeit gestreichelt werden, wo ich da alleine drüben lag. Ich hab dich gestreichelt zwischendurch. Ab und zu mal, ganz selten. Ja, ich kann mir ja nicht die ganze Zeit da zulegen. Nicht die ganze Zeit, aber ab und zu. Ja, du hast auch gerade gesagt, ich hab mich ab und zu gestreichelt. Das heißt ja gleichzeitig, dass ich mich ab und zu dazugelegt hab. Einmal am Tag oder so. Ja, einmal am Tag. Ja. Ja, ja. Ja, viel zu wenig. Ja. Ach je. Ja. Das heißt, wir haben die Kuschelbilanz für diese Woche noch nicht erreicht, oder was? Nein. Na toll. Ja. Scholli, ein ganz schönes Loch hier gegraben. Ja. Kann man nicht meckern, ne? Schade, dass man so Löcher nicht irgendwie noch verwerten kann für irgendwas Cooles. Man kann sie wieder zumachen. Ja, ja, kann man, aber man könnte vielleicht auch irgendwas Cooles reinbauen. Keine Ahnung. Ja, kannst du da was reinbauen. Ich bin ideenlos. Ich und Bauen, ey, bloß ich. Keine gute Idee. Ja, ist doch was anderes. Ich meine, wenn du nicht nach oben bauen kannst, vielleicht kannst du nach unten besser bauen. Nee. Ist egal, welche Richtung. Funktioniert so oder so nicht. Kann ja nicht mehr lang dauern, bis wir jetzt hier noch irgendwie auf Nitrat stoßen. Normalerweise liegt das Zeug immer hier irgendwo rum. So in der Erde, meinst du? Ja. Liegt das immer so in der Erde irgendwo rum? Ja, das liegt immer irgendwo hier rum. Hört nie auf hier, ne? Dem Eisen hier. Geht immer weiter.
unfassbar. Naja. So, ich komme mal nochmal hier runter und buddel hier ein bisschen Blei weg. Ich kann ja was skillen. Du kannst was skillen? Ich glaube, ich kann auch was skillen. Ah ne, ich habe einen Punkt. Was wollte ich denn hier machen? Wollte ich Stärke auf 8 machen? Ich kann das so. Da oben tappelt irgendwas rum. Oh nee. Weißt du doch schon. Oh. Wo denn? Komm hier rüber zu mir, da kann Türmchen wenigstens schießen. Schießt der dann? Ja. Oder nee, wir müssen uns auf die andere Seite stellen, dann kann er schießen. Macht die Alte denn da? Da oben. Geht doch bestimmt nochmal auf. Die steht nochmal auf, ja. Die steht nochmal auf. Immer noch nicht platt. Nee, aber der haut die immer so, Papa. Die hat nicht viel Schaden gekriegt. Ja, der macht schon gut Damage. Nee, die hatte nicht viel. Nee. Ja, das nächste Mal spielen wir die Better Vanilla Plus Mod. Was dann? Ja, das ist halt eine Mod für 7 Days, komplett Mod, so wie Präpokalypse. Aber mit ein paar ganz guten Sachen drin. Du kannst größere Stapel machen, du kannst Stufe 6 Werkzeuge herstellen. Und du hast weniger von diesen Schreitanten, weil das Abbauen hier in der Mine verursacht keine Hitze. Ah, ja, das wäre da wichtig. Kommt keine Schreitante vorbei. Ziemlich gut, die Mod. Nächster, bitte. Aber ich weiß nicht genau, was passieren würde, wenn wir hier das Let's Play auf Better Vanilla Plus umbauen würden. Ah, oh, wenn das auch geht. Nachher geht das schief. Ja, deswegen. Und ehrlich gesagt, im Moment bin ich auch nicht in der Lage dazu, das zu testen. Ich auch nicht. Ich habe gerade zu merken, wie ich Essen mache oder so. Ich traue mir auch noch gar nicht zu Auto zu fahren oder so. Die ist auch noch grün. Oh, da passt nichts. Hat geschrien. Ja, ist doch schön. Wie viel Blei haben wir denn? 13.000. Hm. Diese 6-2. Panzerbrechende machen wir, ja. Ja, genau. Die schießt halt durch, ne? Ja, genau. Und für die Geschütztürme. Ja, da machen wir ja auch nur Panzerbrechende. Da brauchen wir auch nur Blei, ne? Ne, Blei und Eisen braucht die. Oh, okay. Aber das geht noch. Halb so wild. Dann nehmen wir hier die Kohle auch noch direkt mit. Er hat, ne? Ja.
schön gemütlich Ressourcen abbauen. Na, jetzt brauchen wir ja nicht mehr ganz so viel bauen, ne? Das Schlimmste haben wir ja hinter uns, ne? Ja, Gott sei Dank. Die Rampen kosten noch mal ein bisschen was, aber gut, das ist ja eigentlich, müsste das auch nicht sein, ne? Das ist ja... Also Stahl müssen wir die Rampen eigentlich nicht bauen. Nö, die müssen nicht aus Beton reicht das. Ja, aus Beton ist ja schon eine komplett fertig. Ja, wenn wir die anders bauen, mit 40 Grad kommt die dann ja komplett weg. Ach so, wir müssen ja abreißen. Ah. Ja, das eilt aber nicht. Braucht man dann irgendwann, denn dann ist gut. Ja. Stimmt, ja. So. Ah, Nitrat kommt keins, wa? Nee, bisher lässt es sich nicht blicken. Nitrat will noch nicht so richtig. Naja, irgendwo wird es schon sein. Ansonsten buddeln wir halt woanders ein neues Loch. Aber wenn, ups. Wenn Better Vanilla keine Hitze produziert beim Abbauen, wo ist dann die Schwierigkeit? Das wird doch nicht so easy peasy sein. Oh Mann, ey, Hauptsache mal kurz vorm Verrecken hier, scheiß Husten. Oh. Du stirbst nicht. Wie, wo ist die Schwierigkeit? Naja, jeder Mod hat ja schon einen Schwierigkeitsgrad gehabt. Die Mod. Kannst du mal kurz mitkämpfen? Spiel, ja. Die Mod macht das Spiel nicht unbedingt schwerer. Ach so. Die macht es eher ein bisschen angenehmer. Ah, okay. Oh Mann, ey. Hast boah, du noch, dieser Husten, ey. Hast du noch Husten morgens da? Nee, gerade nicht. Aber wir sind sowieso durch. Lass die Folgen jetzt gerade mal nicht so lang machen, ey, bevor ich hier noch meine Stimme komplett verliere. Ja. Schon wieder jemand zu Besuch hier. Immer noch, glaube ich. So. Gut, okay. Na denn, sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Wir machen jetzt jeden Tag nur eine Folge in der Hoffnung, dass es uns dann irgendwann mal Mitte der Woche besser geht. Das Zeug mal weg ist, ne? Ja, wir müssen halt die Stimme schon. Naja, also mehr wie eine Folge am Tag geht nicht. Ist halt ein bisschen blöd gerade. Na gut. Okay, trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier in der Mine in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.